So Leute, willkommen zurück zu Opposing Force. Nachdem wir bei der letzten Session komischerweise das Spiel komplett abgestürzt ist, in einem Moment, in dem ich gestorben bin, müssen wir das halt jetzt noch ein bisschen spielen. Boah, fuck! Müssen wir dann halt noch ein bisschen zocken. Ich hoffe mal, ich krieg das jetzt endlich mal gebacken. Wow, lauf! Das gibt's doch nicht. Oh. Ich habe das Spiel hat sich abgeschützt. Ich dachte sich, ey, du Schmidt, du spielst so scheiße. Das darf niemand sehen. Deswegen, ich gehe jetzt kaputt und dann kannst du es nicht mehr spielen oder so. Boah, geh doch da hoch, Mann. Alter, ich geh gleich kaputt. Ja, aber der muss nachladen. Was bist du für ein Schwachmat? Alter. Hier ist noch irgendwo einer unterwegs, oder? Dachte ich. Speichern mal schnell. Jetzt haben wir hier einen Mini-Xen. Bei uns im, ja, Black Mesa. Apropos Black Mesa, was ich letztens gesehen habe bei Steam, war, es gibt jetzt irgendwie so ein Spiel, das heißt einfach Black Mesa. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Remake von weil in der Beschreibung steht, etwas ungeschickt von wegen erlebe Half-Life neu oder irgendwie sowas. Und ja... Aber das, ich habe nicht rauslesen können, ob das jetzt ein komplett neues Game ist. Oder ob das irgendwie nur so eine Art Mod für Half-Life ist, damit das irgendwie cool aussieht. Oder ob das irgendwie was Cooles, Neues ist. Ich weiß es nicht. Dann habe ich bei Twitch mal reingeschaut, bei Leuten, die das schon spielen. Aber ich konnte mir da auch jetzt... aus so kleinen Ausschnitten nicht so direkt herausfinden, ob das I understand, dachte ich. Ah, die kann ich verschieben, okay. Also ich habe so das Gefühl gehabt im Stream, in einem, den ich gesehen habe, dass es eigentlich nur Half-Life nochmal neu ist. Also ich meine, es gibt ja Half-Life. Es gibt Half-Life Source. Und jetzt haben sie Black Mesa gebracht als Half-Life Remake auf Source-Basis. Okay, jetzt geht ein bisschen was in die Luft hier. Hier aber immer noch nicht. Das ist lustig. Dafür ist hier ein Loch entstanden. Ich glaube, da müssen wir gleich rein. Ich habe da oben. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Was? Hä? Ich glaube, das Spiel dachte nach wie vor, dass da Flamme ist. Shit. Aber egal, das war jetzt ja nur eine... Kleinigkeit, die ich jetzt noch erledigen muss. Ach, geh rein. Gut, jetzt machen wir hier fertig.
Ich speichere noch einmal schnell ab, weil ich habe keinen Bock, diese Kiste jetzt noch zu verschieben. Alter! Was für harte Gegner das sind. Oh, scheiße. Oh, shit, oh, shit. Ist ja schon fast hier auf dem Schießstand. Gut. Ich kann nichts nachladen. Aber hier kann ich nachladen. Oh, ich habe nur noch 8 Life Points. Ey, das geht nicht gut aus. Verdammt! Boah, ey. Da kommt dieses Wahrscheinlich hilft das nichts. Ich glaube, ich habe gerade dieses... Doch nicht. Jetzt habe ich aber ein Lifepoint weniger als eben schon. Oh oh. Okay, es war gar nicht so ganz klapp, wie ich es erhofft hatte. Ich speichere ab. Ey, immer dieses Speichern bei mir bei Half-Life, das ist echt krass. Hm. Ist das viel kaputt? Das Militär. Der umkippt. Da ist Militär, der umkippt. Ja, Schmidt, dein Deutschpaket hat reagiert nicht mehr, sagte Taskmanager. Okay, da scheint mal fürs Erste nichts zu sein. Ist das hier sicher? Hier scheint eigentlich nichts Großartiges zu... Warte mal, was ist das hier eigentlich für ein Hügel? Okay. Sie müssen hier raus. Hören Sie, Shepard. Diese Dinger, die werden uns alle umbringen. Danke für den Hinweis. So, hier müsste doch Ausrüstung liegen. Okay, besser als mal nichts. Storage Areas 2 and 3. Vehicle Repair, Employee Parking, Service Elevator and Employee Elevator. Ich glaube aber, dass hier zu ist. Ja. Wo ist das jetzt? Oh, da oben laufen so Viecher, Alter. Das ist leicht spooky.
Okay, wir finden nach wie vor keine Aufheilung. Das finde ich nicht so schön. Was ist das? Was ist für ein neues Vieh, bitte? Wow, 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 wow. Ich dachte schon, ich finde nichts mehr. Das war doch schon fast zu erwarten. Warte mal. Weißt du, das Messer ist viel kleiner und eigentlich nicht geeignet dafür, Kisten zu zerbashen. Damit geht es aber schneller. So, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Die scheinen nicht so stark zu. Oh, oh, oh! Alter, geh kaputt! Man, jetzt habe ich nichts mehr an Muni. Fuck you, Alter. Richtiger Drecksack. Beschießt er mich ja mit seiner verfickten Säurespucke. Oh, leck, da ist ja noch so ein Wichser. Alter. Geh mal hier zu, bitte. Okay, geht nicht. Hey, ich habe diese coolen Minen da. Oh, ey. Geradeaus laufen. Geht nicht. Das, obwohl ich nicht besoffen bin, was ist denn los? So, erstmal hier die Sachen aus. Aus war jetzt der falsche Präfix. Ich meine rausholen. Falls nämlich was ist. So fragil. Alter, ich habe eine Bazooka gefunden. Was, das geht denn ab, Alter? Eine Bazooka? Was brauche ich denn eine Bazooka? Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. So. Gut, was? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten mit dem Befehl, dieses Institut zum Schweigen zu bringen oder diese üblen Aliens. Ich weiß auch nicht, was übler ist. Ich glaube schon dieses Soldiers fast. Sie, ich kann Ihnen etwas gegen die Schmerzen geben. Dankeschön. Das war bitter nötig, dankeschön. Ich bleibe hier. Jetzt meine. Also, dann los. War ich eine so große Belle. Also, ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ich weiß immer, was ich tue. Oder meistens jedenfalls. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Ja, es ist kein Problem. Das kannst du gerne so tun, aber das wird dir nicht weiterhelfen. Okay, ich muss hier speichern, Leute, weil sonst. Habe ich Probleme? What the fuck? Oh. Alter, wenn man hier so ein Ding rund. Was? Shit. Fuck, Alter. Ich mach's doch eigentlich prinzipiell richtig. Was ist das? Ah, das ist so ein Aufzug. Aufzug. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ah, guck mal. Shepard, du bist so blöd.
Und nein, du wirst nicht von mir gesteuert. Alter. Ich lasse das, glaube ich, besser kommentarlos. So, speichern. Ich habe keinen Bock mehr auf diese komische Hüpfeinlage da. Hier ist nichts. Komme ich da rüber? Ich glaube nicht. Okay, gut. Schauen wir weiter. Was gibt's hier alles? Okay, oh, hier, ich bin fast jetzt in Strom gelaufen. Kann ich hier? Okay, nein, die Türen sind verschlossen. Dann muss ich mich hier irgendwie... vielleicht... Nee. Was? Kennt ihr diese Baseball-Musik da aus diesen Simpsons zum Beispiel? So du, 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 du. Da ich hatte so ein... Oh, warum davon? Lol. Das Wasser war gar nicht richtig elektrisiert. Okay, ja, wieso nicht? Physik, Lag. Alter. So, mal ein bisschen Kisten kaputt machen. Vielleicht finde ich ja noch was. Oh, guck mal, Munition, ein paar Stückchen. Ja, ich komme. Von hier kann ich so zurück. Hä, die Tür ist immer noch verschlossen. Was war jetzt der Sinn davon, den Strom abzustellen? Das verstehe ich gerade nicht. Hallo Kira. Oh. Alter, was ist das denn? Wow. Alter, dieser... Alter, was ist denn mit diesem Boden los? So, was, hä, ich weiß immer nicht, ich, hä, was, wie, wo, was, wer, wieso, was, hä, was ist da jetzt? Alter! Was ist hier, hä, was muss ich denn machen? Ich kletter noch mal drüber. Wusch. Alter, was ein unrealistischer Dopsball. Und hier ist doch nur das. Das verstehe ich nicht ganz. Okay, was ist kaputt gegangen? Nichts. Ah, oh, Mann. Ich verstehe nicht, wo ich hin muss. Muss. Hier irgendwas? Da hoch irgendwo? Einmal, zweimal. Hm. Da geht's auch irgendwie nirgendwo hoch. What the fuck? Was ist hier? Hä? Oh. Ich habe auch gar nicht Steuerung gedrückt, aber okay. Was soll das? Okay, das funktioniert nicht. Schade. Aber ich finde gerade... Eine Lösung für dieses Problem hier, also
Was soll das? Okay, das ist auch, glaube ich, nicht so ganz der Lösungsansatz, den ich suchen muss. Ein Pflaster kommt da raus. Und eine Spritze. Alter, eine Spritze. Warte mal, was ist das hier für eine Tür? Also ich hätte jetzt gedacht, dass das Ausschalten des Stroms jetzt mich irgendwie da wo reinmachen lässt, aber also nicht wo reinmachen, was rede ich da eigentlich? Nicht wo reinmachen lässt, dass ich irgendwo rein kann, aber das ist ja irgendwie scheinbar auch nicht so möglich. Hä? Aber wo dann? Es gibt ja auch keine Löcher oder so, in die man schlüpfen könnte. Alter! Dieser Wettflur, der geht mir so hart auf den Sack. Aber sowas von hart. Und hier war ich doch auch schon in diesem Unit 2 Power, was weiß ich. Hier gibt's ja nur diesen Schalter, den ich nicht mal drücken kann. Was soll das? War das jetzt Opposing Force komplett? Was ist das für ein Anker hier? Soll das eine Spritze darstellen, okay? So sieht die Wand eigentlich anders. Jetzt muss man zurück, muss man hier rüber. Oder hier drauf oder so. Der passt da nicht rein oder was? What the fuck? Mal ganz kurz speichern. Aber hier ist doch nirgendwo was. Ist das jetzt Zufall? Nee. Das wäre etwas unrealistisch. Lauf da mal hoch. Shepard. Nein. Doch, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Na gut. Oh, Sie sind ja verletzt. Versuchen wir das hier mal. Dankeschön. Weiter gehe ich nicht. Ist ja okay für dich. Ich kann damit leben. What the fuck? Ups, jetzt habe ich ja versehen ja geschossen. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel zurück muss. So ist Half-Life noch eigentlich nicht aufgebaut. Hä? Wisst ihr was, Leute? Ich guck mal nach erstmal, wie es hier weitergeht. Und ich habe wieder bestimmt irgendwas ganz Simples übersehen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Achso, warte, ich will hier die Sachen noch zerstören.
Hey, cool. Ach so, Reifen, ja, okay. Also, je ne sais pas, was hier abgeht. Und ich finde irgendwie auch nichts zum Abgehen. Alter. Da hoch komme ich nicht. Was ist das für ein Beschiss jetzt bitte? Ich bin leicht über... Manchmal sieht man ja die Sachen erst auf den zweiten oder vierten, fünften Blick. Wieso geht hier diese Scheißtür nicht auf? Gut, ich speichere. Es hat keinen Zweck. Ich gucke mir das an. Und dann zocken wir weiter. Bis dahin. Tschüss.